Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und wir starten direkt mit den aktuellen Fallzahlen. Da berichtet BangkokPost.com heute am 25. August 2021. Es gab 297 Covid-19-Todesfälle, was die Zahl der Todesopfer auf über 10.000 erhöhte. Und 18.417 Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden diagnostiziert, berichtete das Gesundheitsministerium am Mittwochmorgen. Es gab 18.271 Fälle in der Allgemeinbevölkerung und 146 bei Gefängnisinsassen. Und der Phalang.com berichtet: Touristische Öffnung gilt nicht für ganz Thailand. Bangkok, die Regierung verfolgt weiter den Plan, das Land noch vor Ende des Jahres für den Tourismus wieder zu öffnen, zumal sich der Covid-19-Ausbruch in Thailand verlangsamt. Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 17.165 Neuinfektionen, der niedrigste Stand seit dem 30. Juli. Es wurde ja auch gestern schon im News-Video erwähnt, dass die Öffnung nicht fürs ganze Land gelten soll. Ich trage euch da aber auch nochmal einen Teil hiervon vor. Die Situation werde noch 3 bis 4 Tage lang überwacht, um sicherzustellen, dass die Anzeichen weiterhin positiv seien, bevor in den besonders gefährdeten Gebieten die Beschränkungen gelockert werden könnten. Auf die Frage, ob eine Wiedereröffnung für das ganze Land oder nur für einige Gebiete bedeute, sagte Dr. Opas, die Zusage des Premierministers von Juni heiße nicht, dass das ganze Land innerhalb von 120 Tagen wieder geöffnet werde. Ja, also wie es ausschaut, wenn eine Provinz, eine Region, wie auch immer noch als Risikogebiet beurteilt wird, dann kann es auch sein, dass es dort weiterhin Beschränkungen gibt, wenn sich das Land wieder eröffnet für ausländische Touristen. Wir werden sehen, was am Ende dabei rumkommt. Und dann habe ich noch einen Artikel von PattayaMail.com. 30.000 Bürger Pattayas werden an diesem Wochenende geimpft. Pattaya wird vom 30. bis zum 31. August seine ersten 30.000 Sinopharm-Impfdosen verabreichen, die es gekauft hat in der Hoffnung, die Stadt am 1. Oktober wieder für den ausländischen Tourismus zu öffnen. Ich überspringe noch kurz einen Teil. Bürgermeister Sontaya sagte, das Ziel sei es, die Stadt rechtzeitig zur russischen Tourismussaison wieder zu eröffnen. Letzte Woche hat die thailändische Food and Drug Administration den russischen Sputnik 5 Impfstoff in ihre Liste der für internationale Touristen zugelassenen Impfstoffe aufgenommen, um Russen jetzt und später nach Pattaya in Phukets Sandkasten zu locken. Im Jahr 2019 zog Pattaya 9,4 Millionen inländische und internationale Touristen an, wobei 1,1 Millionen aus Russland kamen, an zweiter Stelle nach den 2,7 Millionen Chinesen. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Die Links zu den Artikeln findet ihr auch wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.